Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kale Guide. Dies ist mein 30 Abonnenten Special. Woo! Und heute möchte ich euch mal ein wenig näher bringen, wie ich Kale spiele. Und dafür gehe ich als erstes auf die Rune Masters ein. Die Runen sind dabei schon sehr speziell. Als zweites erkläre ich euch, was ihr bauen solltet, wann ihr es bauen solltet, für den Jungle, für die Top Lane und auch für die Mid Lane, weil es da so ein paar Unterschiede gibt. Als drittes erkläre ich euch dann, was ihr als erstes skillen müsst, was ihr maxen müsst, also die Skill Order. Und zum Schluss noch einmal das Positioning im Teamfight, wie ihr spielen müsst am besten in Teamfights, wie ihr auf der Solo Lane spielen müsst, wie ihr im Jungle spielen müsst. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Zunächst da erstmal zu erwähnen, dass Kale ein sehr starker Mid- und Late-Game-Champion ist. Dafür sind auch meine Runen ausgelegt. Und ja, jetzt könnt ihr hier sehen, was ich habe in den roten Attack-Speed, in den gelben HP per Level, in den blauen Cooldown Reduction per Level und in den Essenzen zweimal Attack Speed und einmal Cooldown Reduction per Level. Das heißt, ich habe 20% Cooldown Reduction auf Level 18. Mit eurem Nashor's Tooth habt ihr dann 40%. Alternativ könnt ihr auch noch eine Standard AP-Seite benutzen, also mit Magic Pen, AP, Rüstung und Magieresistenz. Aber wenn ihr genug IP haben solltet oder diese Runen schon besitzen solltet, dann kann ich euch diese Seite bloß wärmstens empfehlen. Aber sonst könnt ihr auch die normale AP-Seite benutzen. Bei den Masteries gibt es auch kleine Unterschiede. Das ist jetzt so die normale Page für eine Toplane Kale. Wenn ihr Jungle gehen solltet, dann könnt ihr einfach die AP und AD per Level mit den 2% Zauber, Vampir und Lifesteal auswechseln. Als zweites komme ich dann zum Item-Build. Eure drei Core-Items sind Nashor's Zahn, Rageblade und die Berserker Graves. Die drei Items sind wirklich Core, die müsst ihr immer bauen. Egal ob ihr Toplane oder Jungle seid. Weil ihr euren Power Spike nach habt und ihr seid so stark. Danach gucke ich persönlich immer, haben die Gegner viel CC, baue ich ein QSS. Haben die Gegner viel AP, baue ich ein Abyssal Scepter. Haben die Gegner viel Magieresistenz, baue ich ein Void Staff. Ich baue so gut wie immer noch ein Realized Crystal Scepter. Gerade weil es mit dem Hurricane super gut synergiert. Und wenn ihr dann Full Item Build haben solltet, könnt ihr dann zum Beispiel noch eure Boots verkaufen und dann noch ein Guardian's Angel bauen oder noch etwas AP-lastiges, um eurer E, eurem Q, eurem W nochmal einen richtig schönen Power Spike zu geben. Falls ihr Jungle spielen solltet, dann auf jeden Fall das Deck-Item, also den Devourer. Der wird ja aber leider im 6.9er disabled, also die gibt es ja nicht mehr. Dafür gibt es ein anderes Item und das solltet ihr dann auch bauen. Als allererstes solltet ihr immer euren E maxen, gerade mit dem On-Hit-Build. Als zweites könnt ihr dann entscheiden, ob ihr euren Q oder W maxen wollt. Ich bevorzuge es eher, den W hoch zu maxen, aber wenn ihr mehr Schaden wollt, dann max auf jeden Fall den Q hoch und danach dann halt den W, beziehungsweise andersrum. Und Ulti, wenn es immer geht, auf 6, 11 und 16. Zu guter Letzt komme ich dann noch zum vierten Punkt. Dabei fange ich erstmal in der Solo-Lane an. Es ist wichtig, dass ihr euer schwaches Early-Game sehr, sehr passiv spielt. Fragt euren Jungler, ob ihr ein paar Ganks bekommen könnt, um dann vielleicht den einen oder anderen Kill rausholen zu können. Und wenn ihr dann ein, zwei Kills ahead seid, dann glänzt ihr auch in den späteren Teamfights wirklich massiv. In späteren Teamfights ist es wichtig, dass ihr die Rolle des Hypercarries übernehmt. Steht dazu am besten in der Backline. Lasst euch von euren Tanks in der Frontline beschützen. Und probiert dann die Targets mit wenig HP und wenig Resistenzen mit eurem E auszuschalten. Das sind ein paar Auto-Tags. Und dann auch wichtig, immer schön zu kiten. Und dann solltet ihr eigentlich auch ja für die Games gewappnet sein. Das war's zu meinem kleinen Kale Guide. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr Kritik habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich probiere alles zu beantworten. Und ich bedanke mich für 30 Abonnenten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.